Ein Mensch kommt mit einem Schlaganfall ins Krankenhaus. Der Weg zurück ins normale Leben ist heute in vielen Fällen dank Intensivmedizin und spezieller Reha einfacher als früher. Aber warum muss es überhaupt so weit kommen? Ist es nicht viel klüger, Schlaganfälle zu verhindern, anstatt sie danach aufwendig behandeln zu müssen? Wir sind Eckehard Schmidt, Stefan Kranz und Matthias Glawe. Als Ärzte arbeiten wir seit vielen Jahren in Hamburg zusammen. In dieser Zeit haben wir viele Schlaganfallrisikopatienten untersucht und hoffentlich auch einige Schlaganfälle verhindern können. Aber müssten wir nicht noch viel mehr Menschen untersuchen? Doch mit dem herkömmlichen Langzeit-EKG ist das langwierig, umständlich und aufwendig. 100.000 von Menschen mit Schlaganfallrisiken werden deshalb gar nicht untersucht. Das wollten wir ändern. Und deshalb haben wir mit dem DPV Rhythmo ein System entwickelt, mit dem viele Menschen kostengünstig und sicher untersucht werden können. Ein echtes Schlaganfall-Screening. Mit nur einem Sensor und einer KI-Software, die Daten sehr schnell auswertet und Befunde ganz einfach digital übermittelt. Überhaupt keine Probleme, alles super. Mit DPV Rhythmo können Ärzte mehr Risikopatienten in kürzerer Zeit untersuchen und das mit höherer Präzision. Mit unserem Analysesystem können wir tausende Schlaganfälle verhindern. Und das macht uns auch als Ärzte natürlich ein wenig stolz.